Ganz herzlich willkommen bei uns im Senckenberg-Museum in Frankfurt, heute aus dem Fischsauriersaal. Mein Name ist Jan Wacker und ich möchte Ihnen heute einen unserer besonderen Meeresechsen vorstellen. Im Erdmittelalter, in der Zeit also, als auch unsere Dinosaurier sich entwickelt haben, entwickelten sich auch verschiedene Meeresechsen von Land zurück ins Wasser. Das heißt, wir haben Reptilien, die an Land gelebt haben und sich zurück ins Wasser entwickelt haben, zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Gruppen heraus. Ähnlich wie das später bei den Säugetieren die Wale gemacht haben, das passierte allerdings erst vor 50 Millionen Jahren. Von den verschiedenen Meeresechsen, die wir hier in unserem Fischsauriersaal hängen haben, möchte ich Ihnen eine besondere etwas näher bringen. Es ist ein ganz seltenes Original eines Placodus gigas. Dieses Tier war schon im 19. Jahrhundert bekannt von Schädelfragmenten und Zähnen, aber ein vollständiger Körper fehlte dazu. Das heißt, man hatte keine Ahnung, wie dieses Tier aussah. Bis man in einem Steinbruch bei Heidelberg 1915 Reste dieses Tieres gefunden hatte. Allerdings waren in diesem Steinbruch, in diesem Kalksteinbruch, diese Reste schon zu Wegschotter verarbeitet worden, in große Steine gehauen. Ein gewisser Herr König hat die damals zusammengesammelt und hat die aus diesem Steinbruch gesichert. Glücklicherweise sind sie dann hier an unserem Institut gelandet und die Präparation hat sehr, sehr lange gedauert. Zur Präparation mussten erstmal alle diese Kalksteinbrocken wieder an ihren richtigen Platz zusammengepuzzelt werden. Und erst dann war eine Präparation der Fossilien möglich. Hier ist eine Kopie gemacht worden von den Fossilien, bevor sie aus dem Kalkstein präpariert worden sind. Es hat sich aber gelohnt, diese mehrjährige Präparation, die der damalige Präparator Christian Strunz unternommen hat, denn es ist bis heute das einzige Originalskelett, was halbwegs vollständig zu sehen ist. Placodus gigas, das heißt die Pflasterzahnechse. Der Name sagt es, wir haben besonders große Zähne, die wahrscheinlich zum Knacken von Schalentieren gut geeignet waren. Diese Tiere waren Lungenatmer, ähnlich wie das bei Walen heute eben auch der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass ihre Vorfahren an Land gelebt haben. Das heißt also, dieser Weg zurück ins Wasser hat mit Sicherheit mehrfach stattgefunden und nicht nur einmal in einer Linie. Und die hatten unterschiedliche Vorfahren. Dieses Tier ist ungefähr 235 Millionen Jahre alt. Das heißt, es stammt so aus dem Anfang der Dinozeit.